Was geht? Ich bin Emilia. Ich sitze hier, esse diese Gurke und frage mich, wie ich später dieses Video bearbeiten soll, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Anna, das ist Anna, begleitet mich auf meiner Reise und sie hat genauso wie ich absolut gar keine Ahnung von Videos bearbeiten. Aber egal. Erstmal packe ich meine Koffer und was ich mich immer wieder frage beim Kofferpacken ist, habe ich Übergewicht? Nick sagt nein. Höchstens 16 Kilo und Nick hatte recht. Danke, Nick. Zum Flughafen fährt mich meine beste Freundin Kiki. Danke, Kiki. Wir hören noch schnell ein paar Klassiker-Songs, singen die mit, YouTube wird's blocken. Dann bin ich auch schon am Flughafen, stehe an, genieße diese Aussicht oder genießt ihr diese? Zack, ich bin im Flieger und ich wundere mich, warum neben mir niemand sitzt. Ist es wegen Corona? Maybe. Nach 2 Stunden und 30 Minuten lande ich in Istanbul und treffe auf die Anna. Direkt im Transfer. Geht, Leute. Ab jetzt gehört auch bald die Kamera nur dir. Ich freue mich schon drauf. Hier könnt ihr sehen, wie ich im Airbnb-Zimmer versuche, meine Story zu erzählen. Ich habe mir das Video super lange angeschaut und versucht, irgendwie zusammenzuschneiden, aber mir tut es einfach leid zu sehen, wie unfähig ich war, ein gescheites Video hinzukriegen. Die Hintergrundgeräusche waren viel zu laut, ich war viel zu schüchtern und zu leise und habe irgendwie nur Bullshit gelabert. Jetzt, nach 8 Wochen, konnte ich meine Geschichte kurz und knapp und schön zusammenfassen für euch. Deswegen Plan B, Voice-Over. Auf geht's. Vielleicht fangen wir doch einfach mal so an. Das ist meine Nase. Von der Seite und das ist meine Nase von der anderen Seite. Also, schon in der Grundschule ging das los, dass ich gemobbt wurde wegen meiner Nase. Und je älter ich geworden bin, desto schlimmer wurde einfach dieses Mobbing. Es hätte mich ja nicht gekümmert, hätten sie nicht damit recht gehabt. Aber, um ehrlich zu sein, ich hatte einfach eine große Nase und die Betonung liegt auf hatte. Und das ist so schön, hatte zu sagen, by the way. Okay. Ich habe ja täglich im Spiegel sehen können, dass meine Nase groß ist. Es wurde auch gesagt, meine Nase stände im Weg beim Küssen. Aua. Na ja. Nachdem mein Spitzname für einige Jahre Geiernase war, kam noch was drauf. Und zwar wurde ich geschlagen. Von wem? Keine Ahnung, es ist egal. Das bleibt mein Geheimnis. Auf jeden Fall kann ich euch nur sagen, dass dann meine Nase auch letztendlich schief war, was mich noch kränker belastet hat, weil ich auch noch im Spiegel diesen Vorfall ständig gesehen habe, der mir sehr nahe ging. Nachdem ich ganz, ganz viel geweint habe und ganz, ganz viel gelitten habe, deswegen. Sorry, ich kann gar nicht mehr atmen. Musste ich einfach endlich handeln. Also wirklich, ich hatte keine andere Wahl mehr. Ich musste mir was Gutes tun, weil ich habe auch nur mich. Und ich lebe auch nur für mich. Und es ist möglich, dass du deine Nase ändern kannst. Also, what the fuck? Es ist so crazy. Ich habe einfach eine komplett andere Nase gerade, während ich rede. Und ich bin immer noch unter Schock, dass es so einfach war. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich nur eins. Ich hoffe, in den nächsten 10 könnt ihr eine etwas glücklichere Emilia sehen, die nie wieder deswegen weinen wird. In der Klinik angekommen, habe ich mit meinem Arzt besprochen, wie ich mir meine neue Nase vorstelle. Er hat mich dann beraten und sich meine Nase angesehen und mir gesagt, was möglich ist. Alles war möglich, lol. Anschließend wurde ein Covid-Test gemacht. Wegen der aktuellen Situation kannst du nur operiert werden, wenn du einen Test machst, der negativ ausfällt. Nach dem Test haben wir schnell was gegessen und sind dann nach Kadıköy. Hi Emilia.
Warum bist du in Istanbul? Ja, ich lasse meine Nase machen. Ihr seht sie gerade zum Glück nicht, aber nicht so hässlich. Samet, say hi. Wenn ihr euch fragt, woher dieser Samet jetzt plötzlich kommt, ist ein Freund von mir. Ich bin sehr oft in Istanbul und habe einige Freunde dort. Hi. Hi. Okay, wir gehen jetzt mit Samet und Anna in den Nine Store. Der befindet sich dort drüben und vielleicht finden wir was, aber wir wollen eigentlich nur schauen. Yeah, let's go. Leute, ich hasse Süßes, herzhaft immer besser. Bin Team Herzhaft, was seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Okay, wohin geht's jetzt? Wir gehen jetzt zu Kif. Das ist ein Café und da sind coole Leute meistens. Also wir. Okay. Die Katzenbesessene ist hier perfekt aufgehoben. Oh, da hat er mein Bild gepostet. Leute, soll ich das liken oder nicht? Wenn ihr jetzt dieses Video seht, geht sofort auf mein Profil und schreibt in den Kommentare, dass hier von Emilias Video kommt. Kann ich auch so rumfilmen? Ja. Du kannst es auch so umdrehen, dann siehst du dich. Oh. Ich bin noch nicht so gut im Bloggen. Dieser Fischer-Effekt macht mich fertig. Emilia? Anna? Samet, Özgür. Ja, Mohammed. Was haben wir rein? Bist du schon aufgeregt? Freust du dich auf deine neue Nase? Willst du mich nervös machen? Und kann? Nee. Halt, stopp. Wer nicht sehen will, wie an meiner Nase rumgefuchtelt wird, dann bitte jetzt 16 Sekunden überspringen. Hier wenige Stunden nach der OP. Ich darf Emilia nicht zum Lachen bringen, Leute. Das ist das Schlimmste an der ganzen Challenge. Weil ich der sonst noch mehr Schmerzen zubereite. Das wird eine harte Qual in den nächsten Tagen. Die Emilia legt gerade ihre Luftballonmaske wieder an. Ich helfe dir kurz, denn ich bin auch gleichzeitig Krankenschwester. So sah sie übrigens aus, als ich reingekommen bin. Sorry. Ich habe voll Angst, dass ich irgendwie jetzt. Die nächsten zwei Tage habe ich nur meine Augen gekühlt und gechillt. Boah, Leute, ich habe gestern so einer Influencerin fett auf die Fresse gehauen. Guckt euch die Alte mal an. Ich hab dir die Nase geworfen. Okay, wir gehen jetzt zum ersten Mal raus. Also außer kleinen Spaziergänge. Mal sehen, wie es wird. Das ist übrigens unser Airbnb. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Emilia kann noch nicht so viel reden, deshalb übernehme ich das jetzt einfach mal. Und unser Balkon, der ist richtig cute. Naja, bis auf unsere Teller. Und die Aussicht, naja, könnte besser sein. Und der Fußballbalkon richtig sweet und der Boden auch. So, und wir gehen jetzt in ein veganes Restaurant wahrscheinlich. In Kadikö, wenn ich das richtig ausspreche. Und ja, wir gehen. Nein.
eine Kühlung unterwegs. Ja. Hier ist mein Nasen-YouTube-Vlog. Was geht? Heute ist mein erster Tag draußen. Ich konnte den ganzen Tag lang nicht reden, aber jetzt kann ich reden. Die Alte hat gar nichts gefilmt. Wir waren auf der Fähre. Meint ihr, die hat ein Snippet gemacht? Nee, ich war so Knockout, ich konnte nicht mal sagen, dass die ein Snippet machen soll. Und das ist Özgün. Hallo! Oh, die ist ängstlich. Hallo. Wer ist das? Gleich kommt unser Transfer. Wir werden abgeholt und dann fahren wir in die Klinik. Und das hier kommt heute ab. Tschüss. Und ich werde zum ersten Mal meine Nase sehen ohne das. Und ich bin mega aufgeregt. Vorsicht, Trigger. Jetzt werden meine Tamponaden entfernt. Wer das nicht sehen will, warum schaust du dieses Video an? Wie sehe ich bitte beim Essen aus? Meine Nase läuft. Warum sagst du das immer, wenn ich filme? Ab nach Hause. Ich bin zurück in Berlin. Es sind 8 Wochen vergangen. Ich sitze in einer Badewanne, die nicht mir gehört. Und ich bin scheiße in Vloggen. Aber ich werde mich besser. Auf jeden Fall habe ich meine Abreise verkackt. Habe keine einzige Szene gefilmt, wie ich zurückgeflogen bin, weil ich einfach nur nach Hause wollte. Aber habe meine neue Nase mitgenommen. Und ich bin super happy, muss ich sagen. Ich bin so, so froh, dass ich das gemacht habe. Wie sie aktuell aussieht, mal kurz reingezoomt. So sieht sie von der Seite jetzt aus. Ist immer noch angeschwollen, aber das macht nichts, denn ich muss nur 3 Jahre warten, bis die Schwellung zurückgeht. Ja. Naja, abgesehen davon müsst ihr dranbleiben, denn ich habe noch ein paar lustige Szenen für euch am Ende. Und deswegen müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden und mich bedanken an der Vanity Clinic und an allen anderen, die mich unterstützt und supportet haben. Ist dasselbe gewesen. So. Egal. Auf jeden Fall danke für euren Support. Und danke an Anna, dass du so tolle Aufnahmen gemacht hast. Wir beide werden auf jeden Fall die nächsten YouTuber. Naja, peace. Ich wollte nur mal Dinge zeigen. So unterschiedliche Krallen. Tschüss. Ist auf einige Parts dieser Insel.
Das ist dann wohl eine Insel. Boah, Alter, hier müssen wir Feedback machen. Das sieht so gut aus gerade. Mit der unten der Jacke. Denn heute koppe ich das hier ab. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade sagen soll, denn hinter der Kamera ist Anna. Leute, meine Lippen sind so angeschwollen. Wie mache ich das jetzt hier aus?